Ja, der Staat verbietet ja auch, dass ich durch die Straße gehe und Leute schlage. Seit kurzem greift die EU-Richtlinie für Tabak. Auf den Zigarettenschachteln ist auf der Vorderseite und auf der Rückseite Schockbilder zu sehen. Ich frage mich halt, warum greift der Staat in Persönlichkeitsrechte des einzelnen Bürgers ein? Das ist natürlich ein ganz besonderer Fall mit dem Rauchen. Das Rauchen wurde ja eingeführt in der Moderne im Zuge des Kolonialismus, der Entdeckung der neuen Welt und dann ganz schnell durch eine riesige Industrie missbraucht, bis man herausgefunden hat, nach dem Krieg irgendwann und später durch Studien, dass eigentlich an Rauchen gar nichts Gutes ist. Das ist nur gesundheitsschädlich. Das ist also ein besonderer Fall, in dem der Staat sehr wohl ein Recht hat, die Bürger in eine richtige Richtung zu stoßen, was Wirtschaftswissenschaftler Nudging nennen. Das heißt, man schubst die Bürgerinnen und Bürger in eine bestimmte Richtung, weil es klar ist, dass man es hier mit einem Produkt zu tun hat, das für niemanden gut ist. Trotzdem darf das ja jeder Raucher, jede Raucherin selbst entscheiden, was sie macht. Wohin soll das führen oder wo endet das, wenn er mir das verbieten will? Was will er mir dann als nächstes verbieten? Ja, der Staat verbietet ja auch, dass ich durch die Straße gehe und Leute schlage oder dass ich über die Straße laufe und irgendwie Autos zerstöre. Das heißt, der Staat verbietet vieles. Die Frage ist immer, gibt es Gründe dafür, dass etwas verboten ist? Oder denken wir, dass etwas verboten ist aus antiquierten Gründen? Ja? Ich glaube, der Staat hat eher eine Pflicht, dafür zu sorgen, dass sich keine Produkte auf dem Markt befinden, die für die Konsumenten gar keinen Vorteil, sondern nur sogar gesundheitsschädigende Nachteile haben, die dann den Staat auch noch kosten. Und das ist der Fall in diesem Besonderen. Das heißt, der Staat hat nicht die Aufgabe, uns zu gesünderen Bürgerinnen und Bürgern zu machen, an sich. Sonst müsste er uns vorschreiben, immer zu Sport zu machen. Man müsste, was weiß ich, in allen Unternehmen Sportmittagspausen einführen. Macht er ja auch. Veggie, die wollten ja in den staatseigenen Kantinen so Veggie-Tag einführen. Haben sie dann Gott sei Dank nicht gemacht, weil sie auch gemerkt haben, der Staat hatte eigentlich keinen Zugriff, um zu befehlen oder Politiker, dass die uns sagen, wie wir leben müssen, um gut zu leben. Ja, aber das ist eben der entscheidende Unterschied. Der Veggie-Day wäre ein Eingriff in unsere Freiheit, je nachdem, wie der begründet würde. Das Verbot zu rauchen oder das langsame Hinführen auf ein allgemeines Rauchverbot, nicht, das ist was ganz anderes. Ja? Man sollte sich mal klar machen, zum Beispiel, dass selbstverständlich Zigarettenrauchen im Unterschied zu Marihuana-Rauchen erstens gesundheitsschädigender ist, zweitens gefährlicher und man drittens von den Zigaretten überhaupt nichts hat, nicht mal einen Rausch. Da ist schon wieder die interessante Frage, wenn Zigaretten erlaubt sind, warum dann nicht Marihuana?